So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt haben wir mittlerweile drei Zombies ausgeschaltet. Und da oben sind noch zwei in der Tür. Wir wollen die liebe... Ah, nicht nur da oben an der Tür, daneben steht auch so ein Pisser. Verdammte Kacke. Na gut, muss man wohl wieder einen Schraubenzieher nehmen, würde ich sagen. War das weise geplant? Da nicht ins Herz. Der Schädel. Depp. Ja, genau. Hausen ins Auge. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. So, jetzt der. Ausschalten. Dann, würde ich sagen. Dude, where'd your weapon go? Into that Isaac-sized hole. Holy shit. It's ja. Cool. Now we've got this. Ja, richtig. Genau das war mein Plan. Wir brauchen diese scheiß Axt hier. Ja, damit macht gleich viel mehr Spaß, Leute. Mal geht er ab, ey. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Schön. Da kann man sich richtig gut drauf verlassen auf die Rückendecken. Oh scheiße, ich sehe nicht mal, wo die sind. Komm, ich erschrecke nämlich nicht die Wichse. Nächste, nächste, nächste. Rad. War ein richtig schön hardcore assi enttaubt, das Ding. Den alten. Okay. Na dann. Hallo. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. Doch, doch, doch. Miss, we're coming in. Okay. Bestimmt irgendein Mann drin oder so, ne? Stop, just stop. I'm coming out. Okay, sie kommt raus. You're hurt. Oh God. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away! I'm bit! But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. Oh. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Len? I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. What if you turn and follow us back to our group? Oh, das war vielleicht I know that was why I was locked away. I can't let this happen to me. Ja, das ist you ein bisschen. So, can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this. Oh, and yeah. then there's no problem. Yeah. Whoa, whoa, whoa! Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Oh, yeah. Do it. No. Oh, yeah. Then shoot her. Huh? I've seen what hell is like and it's coming back as one das of ist wirklich ein bisschen grobe, schwere Entscheidung. Shoot her. Help her out here. You're insane. Just take this thing. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay.
God bless you, all right? God bless you too. Aber habt ihr noch kurz davor mal ihren Segen gegeben, ne? Ja, ich meine, Männer haben jetzt eine Axt, ne? Auch ein bisschen makaber jetzt der Spruch. Aber ich meine, man soll das immer positiv sehen. Everyone alright? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Hey. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Ja, das wäre echt gut. Dann gib mir irgendwas, vielleicht mit der Axt. Vielleicht komme mit der Axt dran. Gehen wir mal raus. So. How are you doing? Good. Wanna go have a look outside? Oh yeah. Ja, ich will rausgehen, Alter. Ich spiel. Auf dem Weg. Sehen wir mal auf. Auf geht's. Okay. Großer College Boy. Sieht aus wie so ein College-Junge. I can't reach that brick. Jetzt kommst du immer noch dran. Willst du mich verarschen? Ach du Scheiße. Open Sesame. That won't work. I was kidding. It's universal, but not that universal. I know, Doc. Alter, wenn ich da mit der Axt... Ist das ein bisschen grobby Nummer. Hallo? Ich muss irgendwie an den blöden Stein kommen, ne? Okay. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. You wanna get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Will mich verarschen? Brandschutzvorschriften hält mich da gerade am Arsch. Awesome. Ja. How to distract those things carefully. Ja, das müssten wir jetzt, ne? Dazu müssten die ein bisschen weiter weg. I can't reach that brick. Die sind nämlich gerade ein bisschen. Ich könnte es mal probieren, indem wir einfach rausgehen. Und uns den scheißefickten. Diesen blöden Stein holen. So, und jetzt. Ein bisschen geschmettert. Ein bisschen Weitwurf. Komm! Kombination zwischen Weitwurf und Dart. Lärm, Lärm. Na doch, oh ja, genau. Geht ihr mal schön Fernsehklotzen da, läuft gerade. Das Beschauf. Housewives oder so, das könnte euch ja bestimmt interessieren. Und jetzt schnappt ihr den Schlüssel da hinten, Alter. Be careful. Keep an eye out, will you? Sei vorsichtig. Nein, ich renne jetzt schreiend darüber, was denn sonst? Ne, Bruder. Hey, bud. I don't know what happened to Mom and Dad, but I know if you were there, you would have died for them. So, yeah, we're gonna assume that's what happened. Oh, Scheiße. Did you find them yet? Reicht der letzte rum? Na, okay, dann. I got to do this now, man. I got to do this. Oh, shit. Okay, das war ganz fies. Der Bruder umgelegt. Oh,
Stange war nicht der Kopf, Junge. Jo, übertreib's nicht. Warum schlagt er mich einfach in die Stirn? Dann ist das alles rum. Ja. Menschens, Kinder, weißt du? So schnell könnte es eigentlich gehen, aber nein. Der spinnt da immer noch rum. Oh, Mann. There we go. Jetzt aber guck, dass du ein bisschen. Ja, genau. Nicht gut. Gar nicht gut. Ob du da rüber kommst und irgendwie die scheiß Tür verbarrikadiert bekommst hier, das ist ja. So. Jetzt haben wir natürlich einen Schlüssel. Unsere Blockade ist im Arsch. Da steckt die Axt durch die Tür. Got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Na dann. Geh mal schön da rein, ne? We gotta hurry. Ach was. Ist doch alles ganz geschmeidig. Ha ha ha. Wer ist das? Okay. Da läuft auch mal eine mit dem Schraubenzieher im Knick rum. Ja. Gute Idee, mach das mal. Ja, ich bin total überfordert gerade die Situation hier, alles so hektisch. Leute, redet mal langsam und sachlich. Doug, Carly and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Alright, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Was soll ich machen? We don't make it through this. Das war gerade so. Zufalls, Treffer. Jetzt geht's ab. Ah, der Kleine. Du bleibst zu. Mein Stock, der Stock vom Opa. Der Stock vom Opa. Ja, geh zu. Play die Tür. Jawohl, genau. Gib her. Gib her den Stock. Gib den Stock. Gib den Stock her. Fuck. Nein. Nein, nein, nein.
Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Let's go! Das nenne ich da mal ein gutes Wort. Wir haben Dirt. Scheiße, du Sau! Das ist doch meine Mutti, ja? Dann denk mal drauf, Mutti! Alter, wird mich verarschen. Alter, was ist denn das für ein scheiß Wichser? Das ist cool. Tschüss, Leute. Ay, caramba, du. Ja, jetzt fahren wir auch in das Motel. Schön, da kann man gleich die andere von dran wegkratzen. So, oh ja, da liegt's noch. So, schön warm noch. Weg mit. Ach, du Scheiße. Na, ja, Clementine, das Leben ist halt nicht so schön. Das ist kein Ponyhof, ne? Ja, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt die Frau gerettet habe, anstatt den anderen, da sie mit der Waffe gut umgehen kann, eine gute Schützin ist und eine Frau ist. Weil ihr wisst ja alle, ne, Frauen und Kinder zuerst heißt es normal. Und deswegen habe ich das so entschieden. Hey Glenn. Hey Glenn, alles fit. Okay. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Ah, scheiße. Nicht übertreiben, Glenn. Ich meine, wenn du gehen musst, musst du gehen, ne? Man muss tun, was man tun muss. Aber ich glaube, das ist die falsche Entscheidung. Du musst tun, was du tun musst. Und da finde deine Freunde noch besser. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. Like the girl from upstairs. Ja. Die hat definitiv aufgegeben. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Auf jeden Fall. Armer Glenn. Wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Bestimmt. Das Ganze werden wir aber erst in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin, macht's gut und haut rein!